Herr Stangl! Herr Stangl! Ja, Herr Roth? Da schauen Sie sich mal das Frühstück an. Im Café schwimmt eine Fliege und auf der Butter kriechen Ameisen herum. Na und? Sie regen sich auf? Da schauen Sie her. Der Herr Jorisch sitzt da und redet kein Wort. Der kann ja kein Wort reden, weil ihm gerade eine Wespe in den Mund geflogen ist. Na, aber tragen Sie den Kaffee weg, bringen Sie einen anderen. Alles für den Pensionspreis. Gehen wir. Ein Nest ist das. Und dieses Wetter. Ich sag Ihnen, Herr Jorisch, meiner Frau war gestern so kalt, dass die Gänsehaut ihr die Strumpfhose kaputt gemacht hat. Aber die Luft. Ja, gehen Sie einfach auf die Luft. Was heißt die Luft? Die Luft ist doch viel besser als in Wien, das müssen Sie ja zugeben. Aber das ist ja auch selbstverständlich. Wieso? Was man in Wien für Luft braucht, allein um die Autoreifen zu füllen. Sie fangen sich schon wieder an, blöd zu werden. Ich habe so was Dummes wie Sie noch nie gesehen. Wahrscheinlich kommen Sie wenig herum. Aber die Luft. Wissen Sie, warum die so gut ist am Land? Weil die Bauern das ganze Jahr das Fenster nicht aufmachen. Deshalb ist die Luft so gut. Aber was habe ich von der schönsten Luft, weil es regnet? Was habe ich davon? Und die Langeweile. Zu allem Unglück ist gestern der Fernsehapparat ausgefallen. Also meine Frau und ich haben uns gestern königlich unterhalten. Wirklich? Was haben Sie gemacht? Wir sind ins Hotel Roter Adler gegangen und haben den Amerikanern Essen zugehört. Mann. Sie sind ein Genussspecht. Jetzt dafür zahle ich doch keine Kurtaxe. Ein Schilling pro Tag. Bin ich denn Depper, dieser Nepp in dem Land, der regt mich so auf, ja? Wissen Sie, die dümmsten Menschen auf der Welt sind die Räuber, die gerade einen Touristen überfallen, der in Österreich auf Urlaub war. Das sind die, das ist ja auf der ganzen Welt ganz anders. Meine Tochter hat geschrieben, die zeltelt nicht an der Riviera, die schreit doch ein Vergnügen dort, baden und tanzen und tralala und am Abend ist immer Folklore. Welche Lore? Folklore. Die Lore ist wahrscheinlich eine Freundin ihrer Tochter oder was? Folklore, Sie wissen nicht, was das ist. Nein. Ja. Wollen Sie ein Stückchen Zucker haben? Sie tragen immer ein Stückchen Zucker bei sich herum? Ja, wenn ich einmal wo ein Pferd sehe, verstehen Sie doch. Ein Mensch soll nicht wissen, was er... Folklore, ich werde es Ihnen erklären. Folklore, das ist das, was die Einheimischen sich vorstellen, dass die Fremdlinge sich vorstellen, dass die Einheimischen tun. No? Aber schauen Sie sich das Nest an, das ist doch trostlos, das ist doch nichts los, das ist doch... Dabei wüsste ich schon eine Idee. Psst. Ich hätte schon eine Idee, wie man diesen Ort beleben könnte und ein bisschen Vermögen sogar macht dabei. Was? Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen kann. Sagen Sie mir, wie kann man Moment, der braucht es nicht hören. Sieh, da schwimmt doch schon wieder eine Fliege drin. Das ist keine Fliege, das ist ein Schmetterling. Eine Frechheit. Keine Ahnung von Naturgeschichte, aber das Maul aufreißen. Aber gehen Sie weg, so was. Sie, also wie kann man hier Geld machen? Wie? Das macht mich nervös, wenn Sie mal wie. Nicht machen. Also bitte, ich werde es nicht mehr sagen. Ja. Also, wie? Also hören Sie zu. Die Ausländer kommen doch in unser Land, um hier Kultur zu genießen. Ja. Und da besuchen sie die Festspiele. Wer sich's leisten kann, fährt nach Salzburg, fährt nach Merbisch, fährt nach Neulenkbach, fährt nach Bregenz, sich den Brandauer anschauen. Nicht? Die Leute, überall ist doch was los. Überall sind Festspiele und überall profitiert man davon. Sie meinen also? Ich meine, dass hier in dem Ort gehören unbedingt Festspiele her. Und ich werde die Idee dem Herrn Bürgermeister unterbreiten. Nein, sagen Sie nichts dem Bürgermeister. Können Sie das Geschäft nicht mit mir machen? So Festspiele sind doch ein gefahrloses Unternehmen. Gefahrlos, Sie reden daher so ahnungslos. Wer sagt Ihnen, dass die Leute wirklich hierher kommen zu den Festspielen? Da haben Sie recht. Wer sagt uns das? Was machen wir, wenn sie nicht kommen? Na, was machen wir? Da machen wir Public Relation. Was machen wir? Public Relation machen wir. Was ist das? Sie wissen das nicht, was man... Nein. Werbung. Ach, so. Wir reden die Leuten ein, wie gut unsere Festspiele sind. Ja. Verstehen Sie? Und mit Autobussen werden sie hergeschleppt, alle von überall. Wir werden Schulen herbringen, ja. Betriebe und Bundesheer. Natürlich alles auf Freikarten. Ha, da haben Sie recht. Ja, wieso auf Freikarten? Sie, da haben wir doch gar nichts davon. Natürlich haben wir die Buffet-Einnahmen. Wir sind doch schlau, nicht? Wir machen ein riesen Buffet mit Wurstsemmeln, mit Käsesemmeln. Salamisemmeln, ja. Ja gut, mit Kaffee, mit Kakao, mit Limonade und so. Schauen Sie, so ein Festgelände. Müssen doch noch mal überlegen, das sind doch
4000 Personen wenigstens. Ja, 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 jetzt ja. Überlegen Sie mal, was 4000 Menschen verzehren. Ja, da haben Sie recht. Die Sache ist okay. Machen wir. Was heißt okay? Okay, weil Sie blöd sind. Da braucht man, das kostet doch Geld. Das kostet doch Geld. Haben Sie jemanden, der Geld hat? Na, ich nicht. Haben Sie kein Geld hinter sich? Nur wenn ich mich mit dem Rücken an die Nationalbank anlehne, dann habe ich. Schauen Sie, mit Ihnen ist es ein bisschen schwer, wissen Sie, sind so kleinkariert. Das kostet doch alles Geld, das ist doch ein Vermögen, was das kostet. Der Baugrund, die Bühne, die Sitzplätze, die Sessel und die elektrischen Anlagen. Die Klingel, damit die Leute wissen, wann sie hereinkommen. Aber die Klingel ist das wert, die paar Schilling, was das Knäppchen kostet. Nein, Dekorationen, Perücken, Kostüme, Vorhänge, schauen Sie, das Bundesministerium für Unterricht gibt natürlich eine Subvention, das ist logisch, 100 Millionen, nicht wahr? Aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig? Ja. Ich kenne Sie noch, da haben Sie bei der Firma Paradeiser und Co. 4000 Schilling im Monat verdient. Brutto. Da sind noch die Sozialabgaben. Das ist ganz was anderes. Lassen Sie vergangene Zeiten. Wir wollen im Heute leben. Ja? Leben im Heute. Heute. Passen Sie auf, 100 Millionen, geben Sie die Finger her. Der Sinowatz, nicht? Und der gibt 100 Millionen, selbstverständlich. 50 Millionen vom Land, 50 Millionen und 5 Millionen von der Gemeinde da. Na jetzt, noch was sagen Sie? Das ist ja wunderbar, da können wir doch die Festspiele sofort machen. Können wir die Festspiele machen? Sie haben nicht überlegt, dass wir Freiluftaufführung haben. Was ist zum Beispiel, wenn ein verregneter Sommer ist? Was ist dann? Ja, da haben Sie recht. Wenn ein verregneter Sommer ist, fällt alles ins Wasser. Fällt alles ins Wasser. Sehen Sie, kaum ist die kleinste Schwierigkeit, lassen Sie den Mut sinken. Nein! Da gibt's eine Regenversicherung, nicht? Wir schließen eine Versicherung auf und wenn eine Vorstellung ausfällt, muss die Versicherung den Schaden ersetzen. Da haben Sie recht, wenn eine Vorstellung ausfällt, muss die Versicherung bezahlen. Muss sie, aber die Versicherung muss zahlen. Passen Sie auf, da haben wir kein Geld dazu. Da haben wir zu wenig Geld, ja? So. Das überlegen Sie nicht. Sie gehen an, dass wir ein kleines Kind haben. Wenn wir kein Geld haben, können wir die Regenversicherung nicht. Moment, wenn Sie mich nicht hätten, was macht man, wenn man kein Geld hat? Man geht zu einem Kreditinstitut, wir gehen hin, wir sagen, habe die Ehre, wir sind von den Festspielen, nicht wahr? Wir sind von den Festspielen und wir sagen zu dem Kreditinstitut, Sie geben uns das, was wir brauchen. und was werden die sagen? Die werden sagen, meine Herren, wo ist die Garantie, werden die sagen? No? Verstehen Sie da? Da haben Sie recht, wenn wir keine Garantie geben können, können wir die Festspiele nicht machen. Können wir sie nicht machen, wenn man deppert ist, so wie Sie. Aber wir werden Ihnen eine Garantie geben. Wir beteiligen Sie an den Einnahmen, 50% an den Einnahmen. Ist das was? Stellen Sie sich vor, also sagen wir in der Abendkasse, ja? Ist nichts drin, bekommen die davon 50%. Ist das was? Wunderbar, wenn der Kasse nichts drin ist, muss die Regenversicherung bezahlen. Aber doch nur, wenn es regnet. Ja, da haben Sie recht, da haben Sie recht. Also können wir die Festspiele nicht machen. Und das Wichtigste haben Sie überhaupt nicht überlegt. Was? Wo nehmen wir ein Stück her? Was für da, Stück? Da haben Sie recht. Wo kriegt man ein Stück? Wo? Die Fragen allein, wo kriegt man ein Stück? Im Supermarkt, in der Konservenabteilung? Das ist wunderbar, dort habe ich einen Bekannten, den Anton. Hören Sie auf. Wenn Sie mich nicht hätten, wäre der ganze Plan überhaupt nicht möglich. Passen Sie auf, ich habe schon eine Idee. Wir dämmert etwas. Wir spielen vor Sonnenuntergang. Da wird es aber dann schön langsam finster und da sehen die Leute... Nein, das Stück heißt so, vor Sonnenuntergang von Hauptmann. Ein Militärstück. Nicht ein Militärstück. Ein Drama, eine Tragödie ist eine das. Tragödie. Von Gerhard, kennen Sie ihn nicht? Denn? Hat er gesagt, dass er mich kennt? Nein. Na, wie soll ich ihn dann kennen? Den sollst du nicht kennen. Gerhard Hauptmann ist ein berühmter Dichter. Aha, was ist von ihm? Was ist von ihm? Was ein Mensch des 20. Jahrhunderts soll solche Fragen stellen. Was ist von ihm? Na, was ist von ihm? Weiß doch jeder gebildete Mensch. Na, was ist von ihm? Von Gerhard Hauptmann zum Beispiel. Zum Beispiel. Viele Stücke. Na, was? Viele. Na, was? Da, na, die, na. Von Gerhard Hauptmann. Na, was? Das sind die gesammelten Werke, ne? Das steht doch vor ihm, also eindeutig. Und? Dann von Gerhard Hauptmann. Was? Schauen Sie, das macht mich so nervös. Lassen wir das Ganze. Den ganzen Plan lassen wir jetzt fallen, wenn Sie sagen, was, da kann man nicht arbeiten. Wir spielen ein Musical. Da haben Sie recht, wir spielen ein Musical. Und wer schreibt uns das Musical? Der Gerhard Hauptmann, der soll doch so begabt sein.
Haben Sie selber gesagt? Nein, der Gerhard Hauptmann hat noch nie ein Musical geschrieben. Dann soll er eins für uns schreiben, nicht wahr? Wir geben ihm die Chance, die große Chance. Jetzt auch mit der Singerei. Das macht mit. Der Gerhard Hauptmann ist seit 25 Jahren tot. Was Sie nicht sagen. Haben Sie das nicht gewusst? Ich habe nicht einmal gewusst, dass er krank war. Ja, das ist wieder die. Der arme Hauptmann. Der arme Hauptmann, der Jorisch. Jetzt wird er wieder winseln, wird er sagen, da können wir die Festspiele nicht machen, Da haben Sie recht. Haben Sie gar nichts anderes beizutragen, wie da haben Sie recht. Immer sagen Sie, da haben Sie recht. Sie sind so, da haben Sie recht. So kann man nicht. Sie, Bleiben Sie in die Berge. Die Leute beschweren sich schon. Ja, wir sind schon. Sagen Sie, wieso sind Sie so ein Elegantist? Haben Sie was vor? Was ist los? Ich muss ins Rathaus. Wir haben eine Gemeinderatssitzung mit Experten. Ach so. Wissen Sie, meine Herren, was wir ab nächsten Sommer machen? Na, was denn? Was denn? Festspiele. Da hab ich nicht gesagt, wir können die Festspiele nicht machen. Da haben Sie recht.